Willkommen zurück bei Star Wars Battlefront 2. In der letzten Folge haben wir ja Entführer aufgehalten. Mit dem X-Wing. Und heute wollen wir einfach die Story mal fortsetzen. Asche des Imperiums heißt es jetzt. Bei der Rückkehr in ihre Heimat nach fast 30 Jahren will Aiden Rache für die schrecklichen Verluste, die sie erleiden musste. Okay, dann schauen wir mal, wie es dort jetzt aussieht nach so vielen Jahren. Heidenverse, ja, wollen wir noch ein bisschen Karten ausrüsten. Okay, Mission starten. Vardos, Asche des Imperiums. Vardos, das Hauptquartier von Janita Sicherheit, wurde bei Operation Asche durch das Imperium dezimiert. Dennoch konnte Protektorat Klepp ihren Herrschaftsanspruch über das System nach dem Krieg stärken. Vardos. Janita Sicherheit Hauptquartier. Ein moderner und ein älterer X-Wing. Aiden, warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Ich kann zurzeit noch nicht rennen, ich gehe nicht absichtlich so langsam. Aber da können wir mehr von der Gegend beschauen. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ein, sieh mal. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Glenn finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Der Grab hatte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Bereit? Gehen wir zum Archiv. Na dann. Oh. Das ist Grab. Das war Grab. Hask. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnien-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitungen getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden? Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie.
Und ich habe lange darauf gewartet. Mich zu revanchieren. Zuerst Dell. Ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! So, gucken wir mal vorsichtig. Hack das Ding, bitte. Okay, hier kann man also seine Fähigkeiten umtauschen. Aber ich lasse das mal alles so. Und da kommen ja noch mehr Sturmtruppen. Lass mal in Deckung gehen. Reaktivieren. So, wo war jetzt die Sturmtruppe? Ja, genau vor mir. Na, komm vor. So. Heilen einstellen sollen. Deaktivieren bitte. So. Da kommen mehr Sicherheitsleute. Komme ich hier rum? Nee. Das ist Sackgasse. Hier komme ich auch nicht hoch, also muss ich... Rennen wir einfach mal durch. Ich muss ja nur dorthin. F2 und einen Werfer auszurüsten. Aha. Vielleicht gibt's hier wieder stärkere Waffen. Oh, hier sind jede Menge Ziele. Oh. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Vielleicht kann ich mich hier durchschleichen. Ah, okay. Offiziere. Wow, jetzt hat er mich bemerkt. Der ADST oder ADST-Nachfolger. Wow. Deckung. Da
Deckung gehen. So, jetzt können wir hier durch. Mal gucken, was da ist. 100 Meter erreichen. Eieiei. Flammentruppler. Ausschalten. Na toll. So, jetzt geht's weiter. Betreiben. So, die sind weg. Weiter geht's. Ist mein blauer Freund noch bei mir? Jawohl. Mal sehen, was aus der Tochter geworden ist. Vielleicht ist sie ja doch noch rausgekommen. Ah, hier ist der Korvus. Ah, genau, eine Rettungskapsel. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Hacken. Relais hacken. Erstmal gucken, was wir hier haben. Vielleicht kann man das gebrauchen. Wir warten, bis er wieder hochkommt. Na, die sind widerstandsfähiger als die alten Sturmtruppen, wie es aussieht. Müssen ja beide Fraktionen bedenken. So, sonst noch jemand hier? MPL, das kann man vielleicht auch gebrauchen. Naja. Sind hier noch welche? Da drüben. Naja, die sind aus. Sind viel zu weit entfernt. Wir springen mal hier runter und rennen mal hier durch. Ziel Schock. Offizier! Okay. Den hat's erwischt. Sonst noch jemand? Schriff. So, da drüben ist es. Noch mal schauen, ob hier noch jemand ist. Da unten ist's. So, gehen wir mal weiter. Ah, hier ist ganz schöne Schlacht im Gange. Lass mal gucken, was das hier ist. Hack das Ding. Okay, hier kann man sich wieder umrüsten. Haben wir gerade keinen Bedarf. Wir gucken jetzt, ob die Rettungskapsel irgendwie oder was es damit auf sich hat. Sehen. Oh, falsche Taste. Dio, scan die Stadt nach Rettungssignalen. Achtung, feindlicher schwere Schütze! Wo? Wow. Kam denn die her? Ah, Deckung gehen. Es gibt noch zwei Signale. Zwei sind besser als keins. Stimmt. So, wow. Okay.
So, zwei Signale. Der hat uns ja ganz schön angepuzelt. So, stehen wir auf und rennen mal rüber. Kleiner. Lass mal den Raketenwerfer nehmen. So. Vielleicht können wir den mal gebrauchen. Jetzt nehmen wir das Teil hier. Ja, ich komme nach. Schwerer Schütze! Kurz warten müssen. So, kann ich hier rauf? Ich auch schneller. Okay, wir müssen doch dahinter. Also, auf geht's. Wer ist das? Deckung. Gut. Beim nächsten Mal haben wir eine. Kann sogar seitlich gehen. Ich sehe nichts mehr. Wunderbar. Weiter geht's. Sogar etwas rennen. Ach nee, da ist noch so ein Teil. 70 Meter. So, wie sieht's hier aus? Noch sehe ich hier nichts. Gehen wir erstmal hier oben auf. Das Gebiet sichern. Bin dabei. Na komm, lad auf. Doch noch ein bisschen näher ran. Ah, eine Granate. Ich muss sehen, wo noch einer ist. So, wo muss ich hin? Genau, sonst wäre alles gesichert. Interagieren. Ja, da gucken wir uns die Kapsel mal an. Wie steige ich denn hier jetzt wieder aus? So, steige ich wieder aus, okay. Es ist immer die zweite Kapsel, also glaube ich nicht, dass sie hier drin ist. Die ist leer. Natürlich ist die leer. Schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Dem Signal folgen.
Also müssen wir zum anderen, aber da steht ja noch so ein frischer Läufer, den nehmen wir jetzt. Wow, hab's ja gemerkt, hatte gerade keine Munition mehr. Musste erst aufladen. So. Ach, da sind noch welche. Gut, gucken wir mal weiter. Dort müssen wir rein. Das ist bestimmt auch noch nicht befriedet. Das Gebiet sichern. Ah, schon wieder so einer. Oh nee. Zay darf nicht verletzt werden. Er schießt ja auf mich, da ist irgendjemand. Dann müssen wir den großen Kampfläufer da nicht. Ah, Mist. So, gucken wir doch mal, was der hier alles kann. Bewegungsscan, Ionenangriff und reparieren. Das F, ach, man kann ja reparieren. Das ist ja wunderbar. So. Müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen vorwagen, aber der große, den kriegen wir. Den kriegen wir mit unserem kleinen Teil bestimmt nicht. Aber der ist ja nicht so beweglich. Na komm. Gleich haben wir, ne? Jetzt. Gut. Jetzt haben wir den Bereich jetzt gesichert, wo wir... Nein, haben wir nicht. Ja. Werft mal lieber keine Granaten. Der ist riesig, das stimmt. Ah, da kommen solche. Reparieren. So. So, wie kommt der dann noch? Ach, da ist die Rettungskapsel. Also gehen wir mal hin. Ein bisschen Schwung. Kann man die jetzt schon öffnen? Nee, man muss erst... Muss erst noch mehr befrieden. Wo ist jetzt mein Kampfläufer hin? Mist, ist weg. Eliminiert jeden Truppler, den ihr seht. So. Dort. Bereich gesichert. Gut. Keine Sorge. Sei es klug und stark. Wir finden sie. Tja, aber wo? Dem Signal folgen. Da ist ein Signal. Na klar. Jetzt habe ich aber keinen Läufer mehr. Wie komme ich denn da hin? Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Komme ich hier durch? Nee. Hier? Hier geht's durch.
zurück zum Missionsgebiet. Also hier müssen wir nicht hin, aber es sah aus, als könnte man da lang. Hier geht's nicht weiter. Raketenwerfer habe ich ja noch. Scan. Ja, ja. Scan den Bereich. Da sind ein paar. Ah. Okay. Mal wieder das Spiel mit dem Kampfläufer. Oh oh, das sind aber viele. Nee, den Offizier habe ich noch nicht gesehen. So. Bin ich ja auf dem Präsentierteller sozusagen hier unten. Jetzt gehen wir mal hier hoch und kümmern uns mal um den. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne? Hey! Jetzt muss ich mein Teil wieder reparieren, so. Sehen, wie weit das Ding noch entfernt ist. Alter, hat. So, jetzt müssen wir mal wieder scannen. Ah ne, kann ich das Ding nicht scannen. Aber wir können es noch ein bisschen mehr reparieren. So. Wer zu sagen, wer gewinnt? Zuerst einmal müssen wir safe. Wir sind fast da. Wenn ich mit dem Ding hier runterspringe? Nicht, dass es sich die Beinchen bricht. So, ah, da steht schon ein Nachschubsläufer. So. Jetzt muss man wieder den Bereich sichern, denke ich. So. Nein, aber der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Wo? Ah. Jetzt müssen wir da rüber. Da tobt das Gefecht noch immer. Gehen wir mal in die Richtung. Oder schreiten vielmehr in die Richtung. Der Rückzug der ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Ginata-Sicherheit geht unter. Feindlicher schwerer Schütze! Danke, ich muss erst wieder aufladen. Boah, was war das? Sie hat einen Hinterhalt gebaut. Cleveres Mädchen. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Okay. Mehr Sturmtruppen.
erstmal reparieren. Wow, ich habe mich festgefahren gerade. So, jetzt muss ich ein bisschen reparieren. Die kam von dem Lander da. Oh, und da kommt schon der nächste ADST. Wie gibt es denn von den Dingern hier? Ich muss hier weg. Okay, Altenwürste wurde besiegt. Ich hätte aussteigen sollen. Weiter geht's. Hier stand doch irgendwo noch einer, da unten. Ah, ich muss zurück ins Missionsgebiet. Na, wir müssen es per Hand versuchen. Nützt mir alles jetzt gerade nichts. Raketenwerfer, den brauchen wir. Gut, das hat gesessen. Wir haben auch schwere Waffen. Erstmal in Deckung gehen. Du musst das für mich deaktivieren. Hilfe! Deckung! Achtung! Feindlicher schwerer Schütze! Ja, ja, hab's gesehen. Muss ich erst mal wieder ein bisschen... Okay, den hat's erwischt. Gut. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Okay, gucken wir mal hier. Schocken.
Gut, den haben wir auch. Das war's dann. Alle sammeln. Oder? Das macht dann doch noch einen großen Kampf. Sammeln. So. Ah, das sammeln wir uns mal. Dein Vater ist tot. Was? Das mit Blepp war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja, aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht Hask passiert. Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shreff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand. Okay, an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter, wenn es wieder heißt Battlefront 3. Und dann sehen wir möglicherweise die letzte Episode dieser DLC-Kampagne. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, macht's gut, euer Astronier.